Hallo zusammen, ich bin Lina. Ich bin zwar Zierpflanzenexpertin bei Pro Spezierara, aber heute findet ihr mich im Gemüsegarten. Und das nicht ohne Grund, weil meine Zierpflanzen sind oft auch nützlich fürs Gemüse. Zum Beispiel die Tagetes hier, man kennt sie auch als Studentenblumen, die wir heute werden zwischen unsere Herdöpfel setzen. Die Herdöpfel haben wir vor ein paar Wochen gepflanzt. Und das Problem bei Herdöpfeln ist, dass sie zum Beispiel gerne von Drahtwürmern und auch Fadenwürmer, sogenannte Nematoden, angeknabbert werden. Und da geht es, hat dagegen eine wahre Superpower in ihren Wurzeln. Sie enthalten nämlich einen Stoff, der giftig ist für die Fadenwürmer. Und wenn sie daran knabbern, sterben sie und so minimiert der Schädlingsdruck in eurem Beet. Die beste Wirkung entfaltet da geht es, wenn sie etwa 3 Monate neben eurer Kultur gepflanzt ist. Und übrigens, Zinien und Ringelblumen haben eine ähnliche Wirkung. Schnecken haben Tagetes auch mega gern und das können wir uns zunutze machen, indem wir sie als Schutzwall um unsere Salat pflanzen. Tagetes ist für die Schnecken zwar nicht giftig, aber sie essen dann an der Tagetes und man kann sie wunderbar ablesen und so gehen sie nicht auf unseren empfindlichen Salat. Tagetes ist eine der ersten Zierpflanzen, die schon die Spanier aus der neuen Welt mitgebracht haben. Und wir bei Pro Spezierara haben mittlerweile von 3 verschiedenen Arten 10 Sorten in Erhaltung. Von der gewöhnlichen Studentenblume gibt es die Ehrenkreuz. Das ist eine sehr alte Sorte, die schon 1912 im Samenkatalog Weiss angeboten worden ist. Dort gibt es auch eine Zwergsorte, wie zum Beispiel der Lilliput gelber Knirps. Und dann haben wir Feinblatt-Studentenblumen. Die machen, wie der Name sagt, feine Blättchen. Die sind sehr würzig und man kann auch Blüten essen. Das ist die Sorte Sonnengeli aus Eriswil. Das hat uns eine Gärtnerin eingeschickt, schon vor langer Zeit, aus Eriswil im Kanton Bern. Und dann haben wir noch die hohe Studentenblume. Die wächst höher als die anderen Arten. Und das ist die Sorte von Basel. Die kommt aus Basel. Saatgut von all diesen Sorten findet man übrigens auf prospezierara.ch in unserem Sortenfinder.